Weißt du, wie der Wasserkreislauf funktioniert? Nein. Dann wirst du es heute erfahren. Wenn die Sonne scheint, erwärmt sie die Erdoberfläche. Durch die Wärme verdunstet Wasser. Vor allem über Seen, Flüssen und über dem Meer. Unsichtbar steigt es als Wasserdampf nach oben. Beim Aufsteigen kühlt der Wasserdampf ab. Er verwandelt sich in winzige Wassertröpfchen. Man nennt diesen Vorgang auch Kondensieren. Viele von diesen Wassertröpfchen bilden zusammen eine Wolke. Die Tropfen fallen als Regen, Schnee oder Hagel auf die Erde. Das nennt man Niederschlag. Regenwasser, welches auf das Festland fällt, versickert im Boden. Wenn das Wasser auf eine undurchlässige Schicht Lehm oder Fels trifft, läuft es dieser Schicht entlang, bis es einen Ausweg findet. Diese Stelle, an der das Wasser aus dem Boden herauskommt, heißt Quelle. Das Wasser entspringt also aus einer Quelle. Zuerst bildet sich ein Rinnsal, dieser wird immer breiter und wird zum Bach. Manche Bäche fließen in Seen, andere fließen in Bäche. Dadurch werden die Bäche breiter und werden zum Fluss. Je mehr Wasser hinzukommt, desto breiter wird der Fluss. Der Fluss fließt schließlich ins Meer. Dann beginnt der Wasserkreislauf von vorn. Willst du wissen, was die drei Zustände des Wassers sind? Ja. Wir erklären es dir. Die drei Zustände des Wassers. Der erste Zustand ist fest, wie ein Eiswürfel oder ein Schneemann. Der zweite Zustand ist gasförmig, wie eine Wolke oder Dampf. Der dritte Zustand ist flüssig, wie fließendes Wasser oder Wasser, wie in Seen und Flüssen. Der größte Teil des Wassers auf der Erde ist Salzwasser der Meere. Stelle dir vor, das gesamte Wasser der Erde würde in einen 10-Liter-Eimer passen. Dann wäre der fast bis oben mit Salzwasser gefüllt. Das Wasser an den Polen und in den Gletschern wäre ungefähr eine kleine Schüssel mit Eiswürfel. Das Grundwasser würde nur etwa 3 Teelöffel, das Wasser in Seen und Flüssen nur einen Teelöffel voll ausmachen.